Ich habe das Gefühl, dass ich diesem Kind, diesem kindischen jungen Ding, böse sein muss. Oder dass ich ihm nicht verzeihen kann, dass es die Schrecken, dieses Monster nicht rechtzeitig erkannt hat. Dass es nicht durchschaut hat, in was es da hineingeraten ist. Und vor allem, dass ich so unüberlegt Ja gesagt habe. Ich war ja keine begeisterte Nationalsozialistin. Ich hätte ja, als ich dann nach Berlin kam, sagen können, nein, ich will da nicht mitmachen und ich will auch nicht ins Führerhauptquartier geschickt werden. Ich habe es aber nicht gemacht, aber da war die Neugier so groß. Und irgendwie habe ich das auch nicht so, ich habe ja nicht gedacht, dass mich das Schicksal so vorantreibt an eine Stelle, die ich überhaupt nicht angestrebt habe. Und trotzdem, es fällt mir schwer, mir das zu verzeihen. Die Damen sind hier. Bergreich 2 hat bestätigt. Kann passieren. Bitte, meine Damen, nehmen Sie Platz. Ich muss Sie noch einen kleinen Moment Geduld bitten. Der Führer füttert eben noch seinen Hund. Er wird Sie in Kürze empfangen. Sagen Sie doch, ich meine, wie soll man denn, wie begrüßt man eigentlich den Führer? Der Führer wird Sie zuerst begrüßen und Sie antworten dann nur, Heil, mein Führer. Was ist mit dem Hitlergruß? Ich denke, meine Damen, das können wir uns schenken. Schließlich sucht der Führer in Ihnen ja keine neuen Soldaten, sondern eine Sekretärin. Am besten benehmen Sie sich ganz natürlich, möglichst unbefangen. Und mal sehen, ob er Zeit für Sie hat. Mein Führer, die Damen aus Berlin sind da. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen, dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht. Aber im Krieg ist man unglücklicherweise nicht immer Herr seiner Zeit. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich heiße Margarete Lorenz, Heilmannführer. Wo kommen Sie her? Aus Fulda, Heilmannführer. Und Sie, wie heißt Sie? Ich heiße Ursula Puttkammer, Heilmannführer. Und das können Sie ruhig weglassen, Kind. Sagen Sie mir ganz einfach, woher Sie kommen. Aus Frankfurt am Main, mein Führer. Ich bin Johanna Potowski, bin geborene Berlinerin. Um mit genau zu sagen, original aus Pankow. Hedwig Brandt, aus Crailsheim, Schwaben. Und wie heißen Sie? Ich heiße Traudel Humms, ich komme aus München. Eine Münchnerin. Aha. Tja, Frau Humms, da wollen wir mal. Meine Blondie tut Ihnen nichts, sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt ist sie viel klüger als die Menschen. Jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler, so viele können Sie unmöglich machen. Sie sind noch sehr jung. Wie alt sind Sie denn? 22, mein Führer.
meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Parteigenossen. Es ist, glaube ich, etwas Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte. Ich würde sagen, das probieren wir gleich noch mal. Ich hab's geschafft, er hat mich engagiert.